Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher des Agrar- und Umwelt-TVs, es ist mir eine Ehre, Ihnen hier einen kurzen Vortrag über den Getreidemarkt national und international halten zu dürfen. Wie Sie an der Startfolie sehen, bin ich Diplom-Ingenieur Patrick Herz von der Agrarmarkt Austria, zuständig für die Marktberichterstattung Getreide und Ölsaaten innerhalb der Abteilung Marktordnung. Ich habe hier einen Vortrag vorbereitet, beginnend mit den Anbauflächen 2018. Die Anbauflächen sind immer von besonderer Bedeutung, um eine erste Auskunft über den Getreidemarkt, über den Markt der Ackerkulturen zu bekommen. Und diese Daten stammen vom Mehrfachantrag der AMA. Wie Sie wissen, sind wir ja neben der Marktberichterstattung und Marktordnungsmaßnahmen für Firmen und Betriebe auch vor allem für die Abwicklung der Direktzahlungen und der zweiten Prämie, der Ölpool-Prämie und anderer Maßnahmen wie Bergbauernförderung, Tierprämien verantwortlich. Und innerhalb dieser Abwicklung der Mehrfachanträge bekommen wir eine sehr detaillierte Flächenstatistik, bis auf den Schlag genau. Diese Anbauflächen hier dargestellt sind bis auf den Schlag eben genau und geben uns erste Auskunft über das Marktgeschehen. Sie sehen hier links oben die Getreideflächen dargestellt, mit großen Zugewinnen bei zwei Kulturen, hier ersichtlich in großen grünen Säulen bei Wintergerste und Roggen und rechts unten die Ölsaatenflächen. Die größte Änderung des diesjährigen Jahres 2018, also der Ernte 2018, ist jedoch im Sektor der Hackfrüchte zu finden, nämlich hier nicht grafisch, sondern als Text dargestellt bei der Zuckerrübe. Wir haben ein Minus von 27% gegenüber dem Vorjahr, das sind absolut 12.000 Hektar weniger. Und dieses Minus setzt sich aus 2000 Hektar weniger Anbau aufgrund der niedrigen Zuckerpreise durch den Fall des EU-Zuckerquotensystems zusammen. Und die restlichen 10.000 Hektar wurden eigentlich angebaut, also die restlichen 10.000 Hektar des Verlustes, sind jedoch nach teilweise mehrmaligem Wiederanbau umgebrochen worden aufgrund der massiven Schäden durch den Rübenrüsselkäfer. Damit haben wir heuer im Jahr 2018 nur mehr 31.000 Hektar Zuckerrübe, also ein historisches Tief mit gravierenden Folgen für diese einst als Königin der Hackfrüchte bezeichnete Kultur. Auf den umgebrochenen Flächen wurden die Sojaflächen hier um 3.000 Hektar ausgedehnt, auch die Körnermaisfläche ist netto um 800 Hektar ausgedehnt worden, jedoch gab es insgesamt eine Ausdehnung in Niederösterreich und Burgenland, den betroffenen Gebieten des Rüsselkäfers um 3.000 Hektar, aber Verluste in der Steiermark und Oberösterreich, womit wir hier dann zu einer Nettoausdehnung von 800 Hektar beim Körnermais kommen. Die Sojafläche ist mit dem Plus von 3.000 Hektar heuer auf einem neuen historischen Rekord von 67.000 Hektar österreichweit und ist damit von einer einst exotischen Nische zu der viertgrößten Ackerbaukultur Österreichs geworden. Und Österreich ist durch dieses starke Ausdehnen der Sojafläche der fünftgrößte Sojaproduzent aller 28 EU-Staaten. Im Vorjahr lag die Sojaausdehnung noch höher, nämlich bei 14.000 Hektar. Sie sehen bei den Getreideflächen schon erwähnt eine zugenommene Roggen- und Wintergerstenfläche und beides kann man auf den Marktpreis für die jeweilige Kultur zurückführen. Wir haben beim Roggen nämlich im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr, der Ernte 17, also 17-18, haben wir eine sehr geringe Fläche erlebt, ein historisches Tief von lediglich 34.000 Hektar Roggen. Aufgrund der vorher hohen niedrigen Roggenpreise und der hohen Roggenmenge in den Jahren davor. Und daher stieg der Roggenpreis an der Wiener Produktenbörse auf bis zu 199 Euro Notierungsoberkante, weil es weiterhin den Wunsch gab nach inländischer Roggenversorgung von Seiten des Konsumenten und Lebensmitteleinzelhandels. Dementsprechend wurde dann die Fläche ausgedehnt. Bei der Wintergerste haben wir nicht im Vorjahr ein historisches Tief erlebt. Die Fläche ist im Gegenteil entsprechend dem Trend zu mehr Winterungen ständig ausgedehnt worden. Jedoch ist aufgrund der Qualitätsverteilung beim Weichweizen, dem bedeutendsten Getreide, der Futterbedarf für Wintergerste, für Futtergerste deutlich gestiegen. Wir haben nämlich im Vorjahr ein sehr trockenes Jahr erlebt, wie auch heuer. Und durch diese Trockenheit gab es sehr wenig Weizen im unteren Qualitätssegment, also sehr wenig Futter- und Mahlweizen.
nämlich nur 25%, und 75% sind Qualitäts- und Premiumweizen der österreichischen Ernte gewesen, laut Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung. Also über 14 und über 15% Proteingehalt. Und aufgrund dieses geringen Futterweizenangebotes ist eben die Nachfrage nach Futtergerste deutlich gestiegen. Und noch dazu kommt, dass auch am internationalen Gerstenmarkt im letzten Wirtschaftsjahr die Versorgung sehr knapp war. Und als Vorausschau für das heurige Jahr ist die internationale Gerstenbilanz sogar noch knapper. Und die Qualitätsverteilung des Weizens wieder ähnlich. Somit kann man weiterhin mit steigenden Futtergerstenpreisen rechnen. Gut, demgegenüber steht ein Minus der Sommergerste, was man diesmal nicht auf den Marktpreis, sondern auf die Anbaubedingungen zurückführen kann. Sie können sich erinnern, wir haben im Frühjahr des heurigen Jahres bis Ende März Schnee und Kälte gehabt. Dementsprechend ist der Anbau, der normalerweise Anfang März erfolgt, um einen Monat verschoben worden, auf Anfang April. Dementsprechend ist eben die Fläche reduziert worden, da ja ein Monat geringere Wachstumszeit, Vegetationszeit, schon einmal prinzipiell ein geringerer Ertrag verursacht wird. In weiterer Folge kann man noch zur Sommergerste sagen, dass wir im Vergleich zu den letzten 10 Jahren, gehe ich vielleicht auf die nächste Folie gleich voraus, also die übernächste, im Vergleich zu den letzten 10 Jahren die Sommergerste sich halbiert hat. 2008 lag sie Index 1 hier und hier nur mehr bei Index unter 0,5. Also sie lag bei ungefähr 100.000 Hektar 2008, um das in Zahlen zu sagen. Gut, was wir noch hier erwähnen können, ist der Weichweizen, der hier zwar sehr unspektakulär mit einem Minus von nur 600 Hektar sich darstellt, jedoch hat er im Vorjahr ein Minus von 16.000 Hektar erlebt. Das auf den nassen Herbst davor, Herbst 2016, zurückzuführen ist. Dieser nasse Herbst erlaubte nur eine sehr geringe Winterweizenaussaat. Die Weichweizenfläche ist zu 98% Winterweizen. Dementsprechend haben wir hier ein deutliches Minus erlebt im Vorjahr beim Weichweizen. Und das war es dann sogar ein 14-Jahrestief für Weichweizen 2017. Und für heuer, für die Ernte 18, also Anbau im Herbst 2017, waren die Anbaubedingungen sehr gut, also trocken. Und trotzdem ist die Fläche noch einmal vom 14-Jahrestief um fast 700 Hektar reduziert worden. Das kann man dann natürlich eher auf den Markt zurückführen. Dann noch der Hartweizen, hier dargestellt ebenfalls mit einem Minus von knapp 1000 Hektar. Das kann man vor allem wieder auf die Vegetationsbedingungen, auf die Anbaubedingungen zurückführen, wie bei der Sommergerste. Nämlich vor allem der Sommerhartweizen ist reduziert worden durch den späten Frühjahrsbeginn. Wir haben damit im heurigen Jahr bereits 50% Sommer- und 50% Winterhartweizen. Im Jahr davor waren es noch 60% Sommerhartweizen und in den Jahren davor war die Sommerhartweizen noch höher im Vergleich zum Winterhartweizen, der ja doch eine etwas geringere Frosttoleranz hat als die klassischen Winterungen Winterweichweizen und Winterrocken. Gut, soweit zu den Entwicklungen im Getreidebereich. Ölsattenbereich wurde auch bereits gesagt, hier ist das große Plus bei der Sommergerste. Das Minus bei der Ackerbohne kann man wieder mit den Vegetationsbedingungen erklären. Und jetzt möchte ich noch zu den Bioflächen ein paar Worte sagen und gleich vorausschicken, dass diese Folie, die Folie ist, zu der ich am längsten rede, die Bioflächen sind wieder kräftig ausgedehnt worden. Allein die Bio-Ackerfläche, also die Grünlandfläche nicht berücksichtigt, allein die Ackerfläche nahm heuer um 10.000 Hektar zu. Im Vorjahr lag das Plus sogar bei 20.000 Hektar und für das kommende Jahr wird wieder mit einem Plus gerechnet, da heuer 2018 das letzte Jahr ist, in dem man mit vollen Bezügen in die Ölpool-Biomaßnahme einsteigen kann. Die Ölpool-Biomaßnahme ist aber sicher im Vergleich zu anderen Argumenten ein sehr geringes Argument für den Umstieg. Das Hauptargument kann man sicher in den geringen Ertragsunterschieden im Pannonikum, im Trockengebiet Österreichs, der letzten Jahre erkennen, nämlich circa ein Drittel Ertragsunterschied. Aber andererseits bei den Erzeugerpreisen haben wir einen Faktor von 2 bis 3, also 200 bis 300% höhere Preise im biologischen Getreidesektor als im konventionellen Getreidesektor. Gut, und wenn man die Kulturen sich bezüglich ihrer Bio-Neigung betrachtet, so sehen wir auch große Unterschiede zwischen den Kulturen. Wir haben beim Dinkel und den Körnerleguminosen sehr hohe Bio-Anteile. Dinkel hat heuer 70% Bio-Anteil, im Vorjahr waren es sogar fast 90%. Die
Körnererbse hat 40% Bioanteil, die Ackerbohne 50% und die Sojabohne 30%. Und demgegenüber steht eine Korrelation, eine negative Korrelation der Ertragsunterschiede zwischen Bio und konventionell. Die Ertragsunterschiede sind in diesem Bereich natürlich gering, nämlich nur 10-20%, also bei Körnerleguminosen und Dinkel. Dann aber Weichweizen liegt ungefähr in der Mitte, er hat 30% Ertragsunterschied und 15% der Fläche sind biologisch. Und die Kulturen mit höheren Erträgen, die eher für das Feuchtgebiet und das Veredelungsgebiet typisch sind, nämlich die Wintergerste und der Körnermais, liegen bei 10% Bioanteil und einem Ertragsunterschied von ca. 40%. Und das andere Extrem gegenüber Dinkel ist der Ölraps. Als besonders intensive Ölsaat hat er einen Bioanteil von lediglich 0,4% und das kann man auf Ertragsunterschieden von 60% zurückführen. Gut, jetzt geht es weiter auf der nächsten Folie, die ich bereits kurz vorher angerissen habe. Eine Indexdarstellung der Flächenentwicklung der letzten 10 Jahre, hier der Herbstkulturen und danach noch der Sommerkulturen, also Herbst im Sinne der Herbsternte. Körnermais sehen wir, hat als die hier mit Abstand größte Kultur relativ gesehen konstante Flächen. Absolut hat sich hier natürlich einiges getan. Wir haben einen Höhepunkt der Fläche 2013, dem letzten Jahr, in dem neonicotinoide Beizmittel zugelassen waren. Danach einen Einbruch durch Probleme mit dem Diabrotika, dem Maiswurzelbohrer und wieder eine gewisse Ausdehnung 2017 und auch heuer durch attraktive Marktpreise in Kombination mit dem Ertrag. Der Soja hat, wie schon erwähnt, fast eine Vervierfachung erlebt in den letzten 10 Jahren, also Index 3,7 gegenüber 2008. Wir sind der fünftgrößte Sojaproduzent aller 28 EU-Staaten, wurde bereits gesagt, und hat weiterhin Potenzial für eine gute zukünftige Entwicklung. Auch aufgrund einer Kombination aus attraktivem Marktpreis, auch viel im Food-Bereich, aber auch im Non-Food-Bereich und akzeptablen Erträgen, zumindest im nicht allzu trockenen Gebiet, also eher im Feuchtgebiet. Gut, und dann sehen wir noch die Sonnenblume mit einer Abwärtsbewegung über die Jahre und der Öl- und Speisekürbis, eine klassische Kultur des Schweinezyklus mit einem Höhepunkt 2016. Also Speisekürbis, auch Roggen und andere Kulturen sind typische Schweinezykluskulturen. Also sie steigen bei niedrigen Preisen, dann fallen sie wieder und so weiter. Und wir haben eben 2016 eine sehr hohe Flächenausdehnung erlebt durch große Ausdehnungen, vor allem in Niederösterreich, aber auch Oberösterreich und der Steiermark. Niederösterreich hat 2016 sogar die Steiermark überholt als das größte Ölkürbisland. Danach ist der Preis zusammengebrochen, dementsprechend die Fläche reduziert. Jetzt gibt es wieder leichte Flächensteigerungen. Gut, und hier sehen wir die Sommerkulturen. Hier ganz gravierend, bereits vorher intensiv diskutiert, die Sommergerste. Sie hat sich in den letzten 10 Jahren halbiert. Diese 10-jährige Entwicklung kann man sicher vor allem auf den Markt, aber auch auf bessere Erträge der Winterungen und der Wintergerste zurückführen. Das, was heuer passiert ist, passiert in abgeschwächter Form immer wieder, dass wir eine sehr kurze Vegetationszeit für Sommergetreide haben, dementsprechend der Trend zu mehr Winterungen geht. Der Roggen hat hier 2013 seinen Höhepunkt erlebt durch sehr hohe Preise im Jahr davor und danach ist eben der Preis zusammengebrochen und die Fläche reduziert. Und wie schon gesagt, 2017 gab es einen Preisanstieg und heuer wieder einen Flächenanstieg, also auch eine typische Schweinezykluskultur. Und die Wintergerste ist entsprechend dem Trend zu mehr Winterungen ständig ausgedehnt worden, wie auch die Tritikale, die hier jetzt nicht dargestellt ist, zwecks der Übersichtlichkeit. Raps, die dunkelblaue Linie, ist vielleicht auch interessant, ähnlich wie der Körnermais, 2013 der Höhepunkt, dem letzten Jahr der neonicotinoiden Beizmittel und danach eine drastische Flächenreduktion durch Schädlingsprobleme. Hier sehen wir nun den Witterungsverlauf des heurigen Jahres von Jänner bis August. Und diese Folie und auch die nächste Folie skizziert etwas das heurige Getreidewirtschaftsjahr, also die Ernte 2018 und die darauffolgenden Monate. Und die Basis neben den Flächen sind natürlich die Witterungsverhältnisse. Und hier sehen wir die Witterung in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark, wobei
schon erwähnt wurde, dass bis Ende März Schnee herrschte, also auch Schnee als Niederschlag dargestellt und die Skalen hier oben unterschiedlich sind als in der Steiermark, nämlich von 0 bis 90 und hier nur von 0 bis 30 jeweils in Nieder- und Oberösterreich. Der besonders trockene April bis Mitte Mai ist in Niederösterreich und Oberösterreich hervorzuheben, führte eben dann zu dieser bereits erwähnten starken Ausbreitung des Rübenrüsselkäfers mit den erfolgten Schäden und auch zu der besonders starken Reduktion der Sommergetreideerträge, also der Sommergerstenerträge in Niederösterreich. Wintergetreide litt ebenfalls darunter, aber nicht so stark. Und dann, wenn wir weitergehen, ab Mitte Mai, im Juni und Juli waren die Niederschläge ausreichend, zum Teil sogar überdurchschnittlich und führten zu einer guten Basis für die Maiserträge und auch Soja- und Sonnenblumenerträge. Natürlich haben wir danach dann im August wieder Trockenheit erlebt und auch Hitze. Jedoch wirkt sich im August die Hitze wesentlich weniger stark auf die Erträge von Mais und Sonnenblumen und Soja aus als im Juli und Juni. Daher haben wir auch heuer für Niederösterreich eine höhere Maisernte prognostiziert. Oberösterreich ähnlich und die Steiermark ganz das Gegenteil von den anderen beiden Ackerbaugebieten. Es gab eine wesentlich höhere Niederschläge als im langjährigen Mittel, 63% mehr als langjährig für diesen Zeitraum Jänner bis August. Besonders hohe Mengen im April, auch später im weiteren Verlauf des Sommers hohe Niederschlagsmengen, was man bereits ackerbaulich als zu viel einstufen kann. Die Getreideernte, also Weizen, Wintergerste, ist in der Steiermark natürlich untergeordnet, war aber durch die Niederschläge bereits wieder schlecht, also ertraglich schlecht, auch qualitativ teilweise nicht zufriedenstellend. Und bei der Maisernte haben wir zwar ein gutes Ergebnis, jedoch unter dem Vorjahr, da die Niederschläge durch vereinzelte Staunässe Bestände zu hoch waren. Gut, und hier sehen wir nun eben die Folge aus den Getreideflächen mal den Erträgen, die ja vor allem vom Niederschlag gebildet worden sind. Das ist dann eben die Getreideproduktion bzw. die Getreideversorgungsbilanz. Sie sehen die rote Linie, die Produktion über die letzten Jahre an Getreide inklusive Mais und die blaue Linie konstant bis steigend der Verbrauch über die letzten Jahre an Getreide. Und hier grün die Endbestände dargestellt. Und auffallend ist, dass im heurigen Wirtschaftsjahr 18-19 wieder eine unterdurchschnittliche Ernte von 4,7, also rund 4,8 Millionen Tonnen eingetreten ist. Die Erntemenge ist unterdurchschnittlich, ähnlich wie im Vorjahr in Summe. Jedoch in Bezug auf die einzelnen Getreidearten gab es einige Unterschiede. Es wurde schon gesagt, die Sommergerste war mengenmäßig flächen- und ertragsbedingt deutlich geringer. Und noch dazu kam, dass auch die Qualität der Sommerbraugerste nicht zufriedenstellend war. Es bat die Branche, die AMA, aufgrund der schlechten Braugerstenqualität eine Erhebung der Qualitäten durchzuführen. Und dies resultierte dann in einem Ergebnis, dass 80% über die geforderten 12% Protein lagen. Bei der Braugerste ist nämlich ein Maximalproteingehalt angegeben von 11 bzw. 12%, 12 als oberstes Maximum. 80% lagen bei der Sommerbraugerste über die 12% Protein. Auch die Siebungsergebnisse waren nicht zufriedenstellend, aber nicht Teil unserer Erhebung nun. Und dementsprechend gab es dann einen Kompromiss von der österreichischen Malzindustrie und der Agrarbranche, auch Proteingehalte bis 13 und 14 in einem gewissen Ausmaß zu übernehmen. Was man aber immer noch als nicht zufriedenstellend für den österreichischen Braugerstenanbau bewerten kann. Gut, soweit zu dieser Kulturart. Weichweizen-Wintergerste liegt leicht unter dem Vorjahr in Summe, nämlich der Ertrag in Oberösterreich für beide Kulturen liegt unter dem relativ guten Ertrag im Vorjahr. Niederösterreich hat eine ähnliche Erntemenge bei Weichweizen und Wintergerste. Und beim Roggen haben wir sogar ein mengenmäßiges Plus, flächen- und ertragsbedingt durch gute Erträge im Waldviertel. Bei Körnermais haben wir noch keine endgültigen Zahlen, also diese Zahl von 4,7 Millionen Tonnen wird sich im Verlauf der nächsten Wochen noch ändern durch das endgültige Ergebnis der AMA-Ertragserhebung. Aber wir schätzen derzeit in Summe eine
höhere Körnermaismenge als im Vorjahr. Flächenbedingt und auch ertragsbedingt. Also im Vorjahr lag der Durchschnittsertrag bei 10,0 Tonnen mit einem schlechten Ertrag 8,6 Tonnen am Hektar in Niederösterreich, einem sehr guten in der Steiermark von 12,3 Tonnen am Hektar und auch einen für Oberösterreich mittleren Ertrag von 10,5 Tonnen am Hektar. Und für heuer erwarten wir auf jeden Fall in Niederösterreich einen deutlich besseren Ertrag, um die 9 bis 10 Tonnen. Die Steiermark wird etwas geringer als im Vorjahr ausfallen. Gut, soweit zur Maisproduktion und zur Produktion generell. Die Verbrauchslinie ist ja auch nicht uninteressant für die Versorgungsbilanz, befindet sich im Steigen und der Anstieg passiert vor allem in einem Bereich des Getreidemarktes, nämlich in der industriellen Verarbeitung. Zur industriellen Verarbeitung zählen die Stärkeindustrie, die Zitronensäureindustrie, die Bioethanolindustrie und die Malzindustrie. In diesem Sektor werden im kommenden Wirtschaftsjahr rund 2,2 Millionen Tonnen Getreide verarbeitet. Der gesamte Marktverbrauch also bewegt sich bei 3,8 Millionen Tonnen und dann gibt es noch 2,2 Millionen Tonnen Hofverbrauch. Im Mühlensektor, also aus Sicht der Ernährungsvorsorge, für die ja die Agrarmarkt Austria auch zuständig ist, der wichtigste Bereich. Im Mühlensektor verarbeiten wir lediglich 700.000 Tonnen Getreide in Österreich. Also auch eine sehr schlechte Ernte, wie die heurige von 4,7 Millionen, kann locker den Bedarf der Vermahlung von nicht einmal einer Million decken. Und im Futterbereich gibt es, wie schon gesagt, 2,2 Millionen Tonnen Hofverbrauch, die großteils Verfütterung am Hof sind und weitere 500.000 Tonnen Verarbeitung in den Mischfutterwerken. Diese Verarbeitungsmenge hat sich in den letzten Jahren etwas verschoben. Die Maisverarbeitung ist in den letzten 5 Jahren gesunken zugunsten einer höheren Gersten- und Weizenverarbeitung. Und zum Vorjahr haben wir die Weizenverarbeitung reduziert aufgrund der bereits erwähnten Qualitätsverteilung und dafür die Gerstenverarbeitung erhöht. Gut, was noch zu sagen ist, dass generell ein gestiegener Zitronensäure-Stärke- und Bioethanolbereich auch zu einem starken Nettoimportbedarf führte. Vor allem beim Mais haben wir im heurigen Jahr ca. 700.000 Tonnen Nettoimportbedarf, was man insgesamt als gesamtwirtschaftlich sehr positiv bewerten kann, da wir eben mehr Wertschöpfung in unserem gesamten Getreidesektor durch diesen europäischen Freihandel innerhalb der EU-Staaten, meine ich jetzt als Freihandel, bekommen. Wertschöpfung, Arbeitsplätze. Gut, und was noch hier erwähnt ist, die Bioverarbeitung ist in all diesen Segmenten, also Industrie, Mühlen und Mischfutter, im Steigen, entsprechend gewissen Trends am Markt. Und der Weizenimportbedarf besteht zwar auch, aber der ist wesentlich geringer als bei Mais. Gut, auf dieser Folie sehen wir nun den Getreideaußenhandel von Rohgetreide und Saatgut in 1000 Tonnen dargestellt, also 2,4 Millionen Tonnen. Importe sind notwendig, um diesen hohen Verarbeitungsbedarf zu decken, aber auch 1,2 Millionen Tonnen Exporte, vor allem Richtung Italien, werden getätigt. Also netto haben wir 1,3 Millionen Tonnen Importbedarf. Und über die letzten Jahre ist vor allem beim Mais ein hoher Importbedarf vorhanden. Und hier sehen wir noch, was sehr interessant ist, den Exportwert und Importwert je Tonne. Der Exportwert inklusive Saatgutexporte, muss man dazu sagen, die ja den Preis nach oben treiben, diesen Durchschnittspreis, beträgt 300 Euro pro Tonne und der Importwert im 5-Jahres-Schnitt nur 200 Euro pro Tonne. Also wir profitieren wertmäßig durch den Außenhandel, allein durch diese Preisunterschiede, durch die hohen Premium-Weizenexporte und die hohen Hybrid-Mais-Saatgutexporte. Und andererseits gewinnen wir auch Wertschöpfung durch die niedrigpreisigen Importe für die österreichische wachsende Stärke- und Zitronensäureindustrie. Unser Hauptexportmarkt ist Italien. Italien ist ein defizitärer Markt, also die benötigen das Getreide auch. Und unser Hauptimportland ist Ungarn. Gut, soweit zu dieser Außenhandelsfolie. Die Preise am österreichischen Kassamarkt sind generell vom Weltmarkt stark beeinflusst
und wie der Weltmarkt so ist, sehr volatil. Wir sehen hier Premiumweizen an der Produktenbörse mit Hochs und Tiefs. Generell haben wir 2018 ein höheres Niveau als in der Ernte davor. Also wir haben hier zwar einen Preispeak, der höher ist, aber längerfristig war der Preis am Kassamarkt im Vorjahr geringer. Und Mahlroggen hat im Vorjahr einen besonders hohen Preis erlebt, wie schon eingangs erwähnt, durch die geringe Roggenversorgung. Futtergerste ist bereits im alten Wirtschaftsjahr auf einen Vierjahresrekord gestiegen und in diesem Wirtschaftsjahr vom Vierjahresrekord noch einmal ausgebaut worden. Aufgrund der bereits erwähnten Qualitätsverteilung bei Weizen mit sehr wenig im unteren Qualitätssegment und auch einer knappen internationalen Gerstenbilanz im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr und auch im kommenden. Und Import Sojaschrot ist sehr volatil, derzeit auf einem eher niedrigen Niveau entsprechend der internationalen Sojapreise. Gut, hier sehen wir nun die Europäische Union. Wir haben jetzt einiges zum österreichischen Markt gehört. Ich habe jetzt noch kürzer den europäischen Markt und den internationalen Markt dargestellt. Wir haben ja da intensive Quellen von der Europäischen Kommission, sind da auch bei Expertengruppen mit der Europäischen Kommission in Brüssel monatlich zusammen und bekommen hier Bilanzschätzungen, die wieder aufgrund unserer Zahlen, die wir nach Brüssel melden, erstellt werden. Wir sehen hier die Produktion, die rote Linie, auch schwankend, wie es heute ist in der Getreideproduktion und heuer erstmals seit 5 Jahren unter dem Verbrauch, der europaweit als eher konstant eingeschätzt werden kann, von derzeit 285 Millionen Tonnen Getreideverbrauch. Gut, und im Vorjahr 2017 ist die Produktion mittelmäßig und das führte jedoch durch den Weltmarkt zu einem hohen Lagerbestandsaufbau, da die Europäische Union die üblicherweise getätigten Weizen- und Gerstenexporte nicht in dem Ausmaß tätigen konnte, in dem sie sie normal tätigt, da es eine starke Konkurrenz von Russland gab. Und dazu sind eben die Lagerbestände aufgebaut worden und im aktuellen Wirtschaftsjahr haben wir eben ein Defizit und dementsprechend einen Lagerabbau. Die niedrige Ernte heuer kann man einerseits auf eine reduzierte Aussaat in Nord- und Nordosteuropa zurückführen, da die Anbaubedingungen im Herbst sehr nass waren. Es gab sogar eine kleine Hilfe von der Europäischen Union für diese geschädigten Landwirte dort. Im überwiegenden Teil ist die niedrige Ernte dann durch geringe Hektarerträge, durch die Trockenheit in Deutschland und Polen begründet. Gut, hier sehen wir die Weizenproduktion im Vergleich zum 5-Jahres-Schnitt, nicht zum Vorjahr. Das ist ein gewisser Unterschied, ist aber trotzdem eine sehr gute Übersicht. Man sieht ja generell, dass Frankreich der größte Produzent ist, aber auch zwischen 10% und 5% unter dem 5-Jahres-Schnitt liegt. Ein wirklich großes Minus hat Deutschland und Polen, die bei der Gesamtgetreideernte 15% und 20% unter dem Vorjahr liegen. Rumänien und Ungarn haben relativ gute Weizenernten. Spanien liegt im Mittelfeld, jedoch deutlich über dem Desaster im Vorjahr. Dort gab es eine große Dürre im Vorjahr. Bei der Maisproduktion ist fast alles rot zum 5-Jahres-Schnitt. Rumänien und Bulgarien, der Balkan, haben hier sehr gute Ernten. Auch Ungarn hat eine gute Ernte mit fast 8 Millionen Tonnen Mais. Jedoch insgesamt haben wir eine leicht unterdurchschnittliche Maisernte. Und diese Zahlen der Bilanz der Getreideversorgung und auch des Außenhandels auf EU-Ebene spiegeln sich dann wieder in den Börsenpreisen wieder. Hier haben wir die für Europa bedeutendste Börse, weltweit würde ich sagen die zweitbedeutendste Börse für Getreide, dargestellt, nämlich die Euronext in Paris. Der alte Name ist Matif, aber jetzt heißt sie Euronext. Wir sehen hier generell sehr volatile Kurven, jedoch in diesem Wirtschaftsjahr, also hier ist ja der Juli, hier beginnt das neue Wirtschaftsjahr, einen deutlichen Anstieg der Weizenpreise in Paris durch die geringe Ernte in Europa, in vor allem Nordosteuropa. Auch der Maispreis ist von diesem Anstieg mit nach oben gezogen worden, wurde aber durch eine doch wieder bessere Maisernte nach unten korrigiert. Und der Raps notiert ebenfalls an der Matif, bewegt sich relativ konstant, man kann sagen eher gedrückt aufgrund der
internationalen schlechten Sojanotierungen. Aber andererseits gibt es wieder Unterstützung durch eine unterdurchschnittliche Rapsernte in Europa. Und Europa ist im Übrigen der größte Rapsproduzent der Welt. Gut, und zu guter Letzt hier noch ein paar Folien, wenige Folien zum internationalen Getreidemarkt. Wir sehen hier, der Verbrauch übersteigt deutlich die Produktion. Auch im Vorjahr ist bereits ein kleiner Überhang des Verbrauchs zu erkennen. Die heurigen Einbrüche der Gesamtgetreideproduktion sind vor allem auf eine geringere Weizenernte zurückzuführen. Der größte Weizenproduzent EU hat weniger Ernte. Auch Russland, der zweitgrößte Produzent, erntet weniger. Der dritt- und viertgrößte, USA und Kanada, ernten etwas mehr als im Vorjahr. Und auf der Seite des Maises haben wir eine etwas höhere Ernte als im Vorjahr, vor allem durch Steigerungen in den USA und Südamerika. Jedoch ist der Maisverbrauch wesentlich gestiegen, also wesentlich stärker als die Produktion. Und daher haben wir das Verhältnis aus Verbrauch und Produktion beim Mais besonders eng. Also insgesamt eine etwas knappere Versorgung, jedoch aus Sicht der menschlichen Ernährung ist noch wesentlich ausreichend vorhanden. Es gibt eher Steigerungen im Futtermittelbereich durch gestiegenen Fleischkonsum in der dritten Welt und auch im industriellen Bereich. Gut, soweit haben wir die weltweite Bilanz fertig. Und wir sehen hier noch zum Abschluss die Leitbörse international für Getreide in Chicago, die Chicago Board of Trade, die mehr oder weniger eine Vorgabe für die MATIF darstellt. Also auch sehr volatile Kurse, nicht in Euro pro Tonne, sondern in US-Cent pro Buschel. Aber wir sehen auch hier 2018 eine gesteigerte Preiskurve durch eine international geringere Ernte bei Weizen und Mais. Und im Ölsaatensektor, wie schon kurz angeschnitten, haben wir ein Langzeittief bei der Sojabohne, der mit Abstand bedeutendsten Ölsaat. Und das kann man auf die Politik Trumps zurückführen. Es gibt nämlich, wie wahrscheinlich auch schon bekannt, einen Handelskrieg zwischen USA und China. Und die Strafzölle Chinas, China ist nämlich der größte Sojaabnehmer der USA, schaden eben der amerikanischen Soja-Exporttätigkeit massiv. Dadurch wir hier deutlich verringerte Sojapreise erleben, die dann auf den gesamten Ölsaatenmarkt und indirekt auch ein bisschen auf Mais mitwirken. Und Raps ist für die USA nicht so bedeutend, wird aber in Kanada als internationale Leitbörse notiert, hat ebenfalls vom Soja mit beeinflusst etwas gedämpftere Kurse. Gut, damit bin ich jetzt mit diesem Überblick fertig. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit.